In letzter Zeit habe ich vermehrt Kommentare bzw. Zuschriften gekriegt, ob ich nicht mal Feedback geben könnte oder meine Meinung sagen könnte zu den Elebest-Geräten. Ich hoffe mal, das spricht man so aus. Und da ich ungern irgendwas über irgendwelche Geräte sage, die ich nicht wirklich mal in der Hand hatte, ausprobiert habe, habe ich mal Elebest angeschrieben, gefragt, ob ich ein Testgerät haben kann. Und was soll ich sagen? Ich habe eins gekriegt. Und das habe ich mal so ein bisschen unter die Lupe genommen. Ja, und wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge. Und wie gesagt, heute soll es mal gehen um die Elebest Navigationsgeräte. Konkret habe ich hier bekommen ein Rider A5 Plus, heißt es, glaube ich. Zum Ausprobieren sind natürlich echt preis-leistungsmäßig, also preismäßig auf jeden Fall ziemlich gut dabei. Und ja, ich wollte mir mal angucken, wie denn die Leistung zu dem Preis ist. Und habe da natürlich erstmal wieder meinen üblichen Test gemacht oder habe es mal im Schnellverfahren durch meinen Testparcours von den Navi-Apps durchgeschickt und muss sagen, es ist ganz ordentlich. Bevor wir uns das aber angucken, mal so grobe Eckdaten, um was es hier geht. Also, es sind Android-Geräte. Es gibt da verschiedene Modelle. Ich muss gestehen, ich habe mich da nicht so ganz reingefuchst, was jetzt genau die Unterschiede sind zwischen den ganzen Modellen. Was sie gemeinsam haben, ist alles, dass sie auf Android 6 laufen. Sie kommen alle mit einem entsprechenden, mit einer Navi-Software installiert, die auch entsprechende Karten hat für Europa und entsprechende Updates liefert für die Karten. Und ja, es gibt für den Motorradbereich gibt es hauptsächlich zwei Varianten immer. Einmal mit einem 5 Zoll, einmal 4,3, einmal 5 Zoll Display. Das A5 Plus in dem Fall ist jetzt auch 5 Zoll Gerät. Natürlich, wie sich das halt für Motorradnavi gehört, wassergeschützt, selber Level, wenn ich das richtig im Kopf habe, wie zum Beispiel ein TomTom Rider 550, also dieses IPX7 oder so heißt das. Im Moment habe ich es nicht wasserdicht, weil ich hier die Klappe aufgemacht habe, um mein USB-Kabel zum Laden zu nehmen, statt dem mitgelieferten Kabel, was sozusagen irgendwo entweder ans Motorrad angeschlossen werden kann oder halt in so eine typische Zigarettenanzünder-Steckdose rein kann. Aber Zubehör zeige ich euch dann gleich nochmal. Ansonsten jetzt wie gesagt 5 Zoll Gerätchen. Das Navi-Software ist mit drauf. Und die ist eigentlich auch so ganz okay. Die mitgelieferte Software, Navi-Software, nennt sich irgendwie iGo. Hatte ich vorher noch nie gehört. Ich habe es mir jetzt aber schon mal grob angeguckt und muss sagen, es ist eigentlich ganz ordentlich in Ordnung. Sie hat jetzt keine speziellen Funktionen für Motorradnavigation, sondern standardmäßig nur so diese üblichen Navi-typischen schnellste Strecke, kürzeste Strecke, Eco-Strecke, was weiß ich was. Aber jetzt nicht speziell irgendwas Kurvenreiches, aber trotzdem von der Funktionalität her finde ich das eigentlich ganz ordentlich. Auch so von der Aufmachung her passt das eigentlich ganz gut. Also hier die Anzeigen, die ihr jetzt da seht während der Fahrt, das ist eigentlich ganz brauchbar. Man kann sich hier das Ganze auch noch mal so ein bisschen variieren, mehr oder weniger anzeigen. Wenn ihr lange drauf drückt, könnt ihr auch bestimmen, was ihr in diesen einzelnen Feldern unter Umständen sehen wollt. Und die üblichen Navigationsfunktionen, auf die ich immer scharf bin, sind eigentlich auch vorhanden. Das zeige ich gleich nochmal in einzelnen kurzen Tests. Planungsmäßig wird auch immer ein bisschen damit geworben, dass es sozusagen, dass man mit kurviger planen kann. Und ich würde sagen, es ist auch definitiv das Mittel der Wahl. Ich meine, ich stehe ja sowieso auf kurviger, da wisst ihr ja. Aber passt hier wirklich ziemlich gut zum Gerät, muss ich sagen. Ihr könnt da, wie gesagt, planen und aus dem Kurviger raus, wenn ihr exportiert,
können da sogar, gibt es eine extra Einstellung oder ein spezielles Format, iGo. Das ist KML in dem Fall, nicht GPX. Und was ihr im Kopf behalten solltet, es exportiert wirklich in dem Moment nur Wegpunkte rüber ins Navi und dort wird dann halt die Strecke neu berechnet. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwelche Kurviger-Modis einstellt im Kurviger für die einzelnen Streckenabschnitte, kommen die im Zweifelsfall hier auf dem Gerät nicht so an, weil das, wie gesagt, selber neu berechnet die Strecke zwischen den Wegpunkten und das halt im Normalfall, wenn ihr nichts anderes eingestellt habt, halt mit schnellste Strecke macht. Also das gegebenenfalls im Hinterkopf behalten, wenn ihr auf Kurviger entsprechend plant, das vielleicht dort genauso einstellen, dann habt ihr die besten Chancen, dass die Strecke auch genauso auf dem Gerät ankommt. Ihr müsst halt die Dateien, die exportierten, dann in einen ganz bestimmten Ordner reinpacken. Aber sobald ihr das gemacht habt und dann das Gerätchen startet, wird die Route im Prinzip automatisch da gefunden in dem entsprechenden Menü beim Laden. Neben dem Ablageort von der Route ist dabei noch eine zweite Sache recht wichtig. Und zwar ignoriert die Software, das iGo, ignoriert den Dateinamen von eurer importierten Datei. Und in der Liste von den importierten oder geladenen Dateien werden die einzelnen Einträge immer mit Start- und Endpunkt angezeigt. Das heißt, ihr solltet natürlich sehen, dass wenn ihr das aus Kurviger raus oder diese KML-Datei, die ihr sozusagen da für den Routenimport erzeugt, dass die halt den ersten und den letzten Wegpunkt entsprechend richtig benannt hat, weil die tauchen dann in dem Namen oder mit dem Namen in der Liste auf, als von nach, so nach dem Motto. Auf der Webseite wird dann gesagt, okay, ihr könnt dann die Datei nehmen von Kurviger, die exportierte KML-Datei für iGo, können sie im Root-Converter laden und das entsprechend ändern. Das geht natürlich mittlerweile auch eine ganze Ecke komfortabler, wenn ihr das Kurviger Tourer-Abo habt. Das habe ich ja in einem von den letzten Videos vorgestellt. Da habt ihr nämlich die Möglichkeit, schon direkt im Kurviger die Wegpunkte zu benennen. Und wenn ihr da dann direkt im Kurviger hergeht, ersten, letzten Wegpunkt entsprechend benannt, das Ganze dann über das iGo-Profil exportiert, könnt ihr das direkt in die Software reinladen und habt richtig den vernünftigen Namen dafür. Also von daher auch die Planung mit dem Kurviger und dann hier ins Gerät rein importieren, ist wirklich ganz ordentlich gelöst, finde ich. Ja, und ich denke, dann wird es mal Zeit, dass ich das gute Stück jetzt da mal durch meinen kleinen Testparcours von den Navi-Apps schicke und wir gucken mal, wie sich das gute Stück dabei schlägt. So, und da kommen wir auch schon auf meinen ersten Testpunkt zu. Den habe ich wieder aus Versehen ein bisschen neben die Strecke gesetzt und mal gucken, ob er den trotzdem einfach übergeht oder ob er dann anfängt, uns versucht rumzudrehen. Das sieht mir ein bisschen danach aus wie rumdrehen, würde ich mal sagen. Von daher, okay, da ist er ein bisschen pingelig, aber dafür haben wir ja auch ein Mittel, das zeige ich euch dann gleich mal. So, kurz angehalten, wie gesagt, er versucht mich jetzt eigentlich noch mal rumzudrehen, weil ich den einen Wegpunkt nicht genau mitgenommen habe, aber kleineres Problem, wir kamen hier oben das Menü, haben hier auch wieder nächsten Wegpunkt überspringen, zack, haben wir das Problemchen gelöst und damit können wir jetzt einfach weiterfahren. So, und dann haben wir jetzt auch gleich den Positivtest hoffentlich vor uns. Das heißt, hier sitzt die Flagge wirklich richtig auf der Route drauf, hat er erkannt, zack, zum nächsten Wegpunkt gesprungen, also ordentlich gelöst, passt. So, und damit komme ich auch schon zu meinem Lieblingstestpunkt und da geht es ja immer um Straßensperren, Baustellen, was auch immer. Ihr kommt nicht weiter in der Richtung, in die ihr eigentlich geplant habt. Ich tue ja dann hier immer an dem Kreisverkehr so, als ob ich nicht weiterkomme geradeaus, als ob da eine Baustelle wäre und brauche jetzt da halt irgendwie eine Umleitung. Das heißt, ich halte hier frühzeitig vor dem Kreisel schon mal an und versuche mir jetzt da eine passende neue Strecke rauszusuchen. Und dafür hat das Teil sogar wirklich richtig schöne Funktionen. In dem Fall ist es jetzt nicht oben über dieses Schnellmenü zu erreichen, sondern hier unten Menütaste, Routenoptionen und hier gibt es zu vermeiden.
Und da habt ihr sogar zwei verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Zum einen vor Ihnen liegende Strecke vermeiden oder bestimmte Straße vermeiden. Beides finde ich eigentlich recht gut gelöst. In dem Fall, ich gehe jetzt nochmal hier auf bestimmte Strecke. Dann könnt ihr hier noch entsprechend raussuchen, wie viel ihr da wollt. Und was ich wirklich toll finde, ist, dass wir es hier auch gescheit angezeigt bekommen. Das heißt, wir kriegen irgendwie ursprüngliche Route angezeigt. Wir sehen, welcher Teil vermieten wird. Hier das Stückchen und rot, was jetzt die neue Route ist. Also für mich eigentlich wirklich ideal gelöst, dass man wirklich sehen kann, hat er auch das Richtige erwischt in dem Moment oder was ja in dem Fall immer wieder gerne passiert, dass er halt hier zum Beispiel, wenn ich hier sage, Straße gesperrt für den nächsten Kilometer, dass er jetzt den Kreisel auch schon annimmt als gesperrt. In dem Fall sieht das für mich gut aus. Ich gehe hier auf Übernehmen, sage zurück und gehe wieder auf meine Karte und schon hat er mir jetzt hier entsprechend eine neue Route rausgesucht. Also für mich das eigentlich ideal gelöst. Also das, was ich halt immer wieder gerne will, dass ich halt wirklich ein Feedback auch noch kriege, beziehungsweise halt wirklich die Möglichkeit habe, bevor ich jetzt irgendwas mache, dann entsprechend ja irgendwas auszuwählen noch und zu sehen, das passt, bevor ich jetzt wirklich das in die Strecke übernehme. Und selbst wenn das jetzt nicht gepasst hat, ich muss jetzt doch noch mal kurz anhalten, ihr habt jetzt gesehen, ich habe natürlich das ignoriert, was er mir hier vorgeschlagen hat, weil ich woanders hin will, aber generell, wie gesagt, die Funktion, die passt für mich halt schon recht gut. Und wenn ich jetzt da hier halt hergehe, zack, gehe ich nochmal hier rein und kann dann, ups, falsch, hier aufs Menü gehen, wieder auf die Routenoptionen zu vermeiden und kann dann halt wirklich sagen, die ursprüngliche Route wiederherstellen. Und da kann man, sieht man jetzt auch alle löschen. Das heißt, ihr könnt im Zweifelsfall sogar mehrere von diesen Rotblocks da eintragen scheinbar. Also für mich, wie gesagt, echt gut gelöst. Und wenn wir jetzt hier schon stehen, ich mache mir heute mal nicht die Mühe, noch bis zu meinem nächsten Punkt zu fahren, ist natürlich so die nächste Geschichte, die wir immer wieder haben, zu sagen, okay, jetzt brauche ich eine Tankstelle zwischendurch. Und dafür, dafür gehen wir jetzt dann nochmal hier oben in das Menü, sehen hier oben, wir haben zum Beispiel Route ändern, gehen wir drauf und jetzt haben wir hier unsere verschiedenen Wegpunkte und sagen jetzt so, okay, ich habe eigentlich nur noch das Ziel, aber ich brauche jetzt was zusätzliches, sag hier Plus, sag hier Sonderziele, sag Tankstellen und dann steht hier immer schon unterwegs drauf oder am Ziel, das heißt Tankstelle unterwegs und dann sagt er mir jetzt auch hier in 3,9 Kilometern ist eine, das müsste auch ziemlich passen. Haben wir hier drauf und ich sage jetzt einfach mal weiter und schon haben wir die Avia-Tankstelle da mittendrin. Was mir an der Stelle jetzt ein bisschen gefehlt hat, das was eben so schön geklappt hat bei der Streckensperrung, hat hier jetzt so ein bisschen gefehlt, dass ich halt so ein Feedback visuell kriege. Wo ist die Tankstelle? Wie liegt die jetzt auf meiner Route? Das wäre halt noch recht schön gewesen, aber trotzdem immer noch brauchbar, würde ich mal sagen. So. Bloß eben hätten wir es uns wahrscheinlich noch mal angucken können. Ich fahre mal weiter und ich muss gestehen, ich fahre jetzt nicht wieder auf der Route weiter, sondern für mich geht es schon wieder zurück und ich kann euch noch ein bisschen mehr erzählen. So, Software finde ich geht schon, also schon mal vollkommen in Ordnung für das Preis-Leistungs-Verhältnis, finde ich. Also ihr kriegt da wirklich was Brauchbares an die Hand schon. Aber es gehört natürlich auch noch ein bisschen mehr dazu. Und dazu halte ich jetzt hier nochmal an, um euch das ein bisschen zu zeigen. So, hier sieht es doch gut aus und hier werden wir hoffentlich auch nicht weiter gestört. Dazu mache ich jetzt da dann mal aus, dann können wir uns das nochmal in Ruhe angucken. Wie ihr seht, hat sich meine Location nochmal ein kleines bisschen geändert, aber nicht nur das, sondern auch der Tag, mein Anlauf, mein erster, das aufzuzeichnen, ist ein bisschen torpediert worden von Schnee und von einem kleinen Battery Fail. Von daher zweiter Anlauf. Allerdings hat das für euch den Vorteil, dass ich mich jetzt doch noch mal genau mit den Modellen ein bisschen auseinandergesetzt habe. Kann euch da jetzt also auch einen Ticken mehr erzählen
Und entgegen dem, was ich am Anfang vom Video gesagt habe, ist es schon recht wichtig, was für ein Modell ihr euch raussucht. Ich fokussiere mich ja auf die Motorradmodelle natürlich, aber ich sage gleich auch noch ein bisschen was zu den anderen, die es von Elebest noch gibt. Beim Motorrad gibt es für mich zwei große Unterschiede, nämlich das Betriebssystem von den Gerätchen. Und das ist relativ einfach zu erkennen in den Produktbezeichnungen. Die einen sind irgendwas mit Rider A irgendwas und die anderen Rider W irgendwas. Und das eine ist halt Android, das andere ist Windows. Nun könnte der eine oder andere schon mitgekriegt haben, dass ich natürlich nicht ganz so der Fan von Windows bin. Aber selbst wenn ich das mal außen vor lasse, definitiv für mich hat Android da den Vorzug, komme ich aber am Ende nochmal drauf. Windows alleine deswegen nicht, es ist ein Windows CE, was dann drauf läuft. Und zwar Windows CE 6.0, das ist von 2006 und ich glaube der offizielle Support von Microsoft hat geendet 2018. Also, Android ist auch Android Version 6, aber das ist immerhin schon von 2015 und bei Android ist ja relativ gut gestreut noch diese Abdeckung. Von daher seid ihr da, glaube ich, noch ziemlich gut dabei. Generell, wenn ihr die Software nutzt, die mitgeliefert wird, kann euch das eigentlich egal sein, weil dieses iGo, das habe ich jetzt nachgeguckt in den Anleitungen, also die Anleitung fürs Navi-System oder für die Navi-Software ist für alle Versionen dieselbe. Also gehe ich mal davon aus, dass auch auf Windows dieses iGo läuft. Und das ist, wie gesagt, nicht so ressourcenhungrig oder sowas. Das läuft also gut. Da würde ich jetzt mal behaupten, von dem Punkt aus wäre das mit dem Windows CE-Geräten auf jeden Fall auch okay. Nach wie vor mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis, das passt für mich schon. Aber von meiner Seite definitiv die Empfehlung, da auf ein Android-Gerät zu gehen. Warum, zeige ich ja dann im Anschluss noch. Ansonsten gibt es so ein bisschen verschiedene Varianten, was die Displaygröße angeht. Von 4,3 bis 5 Zoll geht das bei den Motorradnavis, wobei die sich auch für Auto eignen. Warum, zeige ich auch gleich nochmal, wenn es ums Zubehör geht. Aber auch die Technologie von dem Display, jetzt gar nicht von der Anzeige her, sondern vom Touch her, gibt es zwei unterschiedliche. Das heißt, es gibt einmal ein kapazitives und ein resistives oder wie es heißt. Die einen lassen sich halt mit Handschuhen bedienen, die anderen nicht. Ich habe jetzt bei dem A5 Plus eigentlich eins drin, was sich nicht mit Handschuhen bedienen lässt. Jetzt wird natürlich der eine oder andere sagen, hey, du hast da die ganze Zeit mit den Handschuhen drauf rumgedrückt. Ja, weil ich halt jetzt hier meine speziellen Handschuhe, Smartphone-taugliche Handschuhe habe, dann geht das natürlich auch. Das andere Display lässt sich aber offensichtlich auch mit ganz normalen Handschuhen einfach so bedienen. Das wäre noch so eine Geschichte. Ansonsten, rein vom Betriebssystem sind die Modelle hier alle gleich. Immer entweder Android 6 oder Windows CE 6. Was sich dann noch ein bisschen unterscheidet, sind die Speicherkapazitäten. Also da jetzt bleibe ich mal bei den Android-Geräten, habt ihr ja immer internen Speicher und eine SD-Karte. Das A5 wird geliefert mit 16 GB internem Speicher, 16 GB SD-Karte mit drin und ihr könnt maximal eine 32er SD-Karte noch reinstecken. Beim A6 sind es dann, glaube ich, schon eine 64 GB SD-Karte, die ihr noch reinmachen könnt. Und ja, das sind, glaube ich, so die groben Unterscheidungsmerkmale zwischen den verschiedenen Geräten. Da könnt ihr, wie gesagt, dann ein bisschen gucken. Aus meiner Sicht hauptsächlich solltet ihr darauf achten, dass ihr halt wirklich ein Android-Gerät kriegt. Komme ich gleich nochmal drauf. Ich hatte ja eben schon gesagt, generell ist das Teil sowohl für Auto als auch für Motorrad geeignet. Natürlich für Motorrad speziell dadurch, dass es entsprechend wasserdicht ist und so weiter. Aber rein von der Ausstattung her, und da kommen wir jetzt, haben wir die schöne Überleitung, ist eigentlich alles dabei, jetzt zumindest bei dem A5 Plus, was ihr so zum Einsatz am Motorrad und im Auto braucht.
Das heißt, da könnt ihr gegebenenfalls auch nochmal gucken, weil unter Umständen nicht bei allen Versionen von dem Gerät wirklich sämtliche Sachen dabei sind. Und wenn ich jetzt da sage, für beides funktioniert es, dann fange ich mal mit Auto an. Da habt ihr also hier so einen Saugnapf für die Scheibe dabei. Und Stromversorgung, ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, ich habe im Moment hier USB-Kabel angeschlossen. Aber generell ist hier an der Halterung dran natürlich eine Stromversorgung, die auch einfach mit Kontakten geht, wenn man es reinklipst. Und hier ist entsprechend so ein Schraubanschluss dran. Und dazu passend gibt es dann hier fürs Auto Zigarettenanzünder und entsprechend das Kabel. Wie gesagt, Saugnapf, Zigarettenanzünder fürs Auto. Auf der anderen Seite haben wir fürs Motorrad ein entsprechendes Kabel, was man hier direkt an 12 Volt anschließen kann und dann auch wieder diesen verschraubbaren Stecker hat. Und dazu dann halt noch hier die Halterung, um es am Motorrad festzumachen. Ihr habt schon gesehen, ich habe hier meine eigene Rammbound-Halterung sozusagen verwendet, die ich dran hatte, und auch den Arm. Das heißt, hier an der eigentlichen Halterung ist hinten auch eine Rammbound-Kugel dran. Aber hier kriegt er auf jeden Fall auch eine richtig original Rammbound-Halterung, um sie hier am Lenker zu verschrauben. Mitgeliefert ist also auch dabei. Zu guter Letzt gibt es natürlich auch noch hier ein Kabelchen, ganz normal USB, um es am Computer anzuschließen. Und ein Mörder-Gadget ist auch noch dabei, das muss ich euch doch mal zeigen. Und zwar hier an der Seite, wo die Klappe ist zum SD-Karten-Slot und zu dem Anschluss für USB, ist so eine kleine Platte drauf, die verschraubt ist. Die muss man also abschrauben und ihr kriegt auch den passenden Schraubenzieher dazu. Geil, oder? Mörder-Schraubenzieher ist also auch mit dabei. Nebst noch ein paar kleinen Schrauben, falls mal eine verloren geht. Also finde ich ausstattungsmäßig auch alles soweit okay. Ja, und jetzt kommt natürlich der Punkt, warum reite ich die ganze Zeit so auf Android rum? Weil ihr dort halt noch jede Menge Software kriegt, die ihr auf das Gerätchen drauf installieren könnt. Letztendlich ist es, wie gesagt, ein ganz normales Android-Gerät und ihr könnt da Apps drauf installieren und so weiter. Und das ist schon für mich eine echt praktische Sache. Also wenn wir hier auf Apps drauf gehen, ich habe jetzt, wie gesagt, auch mal voll zugeschlagen. Ich habe hier Kalimoto drauf gemacht. Ich habe Kurviger, die App, drauf. Ich habe das TomTom Go drauf. Google Maps direkt mitgeliefert. Ist schon vorinstalliert. Waze ist ja eigentlich auch, gehört ja auch zu Google. Und Osman für die Leute, die halt mal Offroad fahren wollen auch, oder ja, unbefestigte Straßen. Ihr seht, ihr kriegt eigentlich alles an Software drauf und könnt aus diesem Gerätchen noch im Prinzip jedes andere Teil machen. Also immer die Leute, die ja so ein bisschen das teure Handy jetzt verwenden für die Navigation, ich weiß nicht. Also funktioniert hier ziemlich gut mit einem Abstrich. Und der Abstrich ist natürlich die Geschwindigkeit bei dem Gerätchen. Ich meine, hier sprechen wir halt wirklich von einem Budget-Gerät. Man sieht es schon so ein bisschen, der USB-Anschluss ist noch Micro-USB. Das ist jetzt nicht die allerneueste Technik, die da drin steckt. Und dementsprechend ist auch der Hauptkritikpunkt bzw. der Hauptknackpunkt bei der Geschichte die Geschwindigkeit von der Hardware. Generell hat hier eigentlich alles funktioniert, was ich drauf gemacht habe. Es ist halt teilweise ein bisschen träge. Wie gesagt, bei der mitgelieferten Software fällt das eigentlich fast gar nicht auf. Die passt wirklich zu der Hardware dazu, läuft eigentlich recht flüssig. Bei den nachinstallierten Programm ist es dann natürlich so, dass auch die Softwareentwickler ja immer so ein bisschen damit rechnen, ihr setzt das jetzt auf dem aktuellen Smartphone ein, wo ihr halt entsprechend ein bisschen mehr Dampf drauf habt, und dementsprechend wird das halt im Zweifelsfall auch nicht ganz so optimiert. Ihr seht aber, grundsätzlich läuft das, und auch so von der ich sag mal generellen Bedienung her ist es von der Geschwindigkeit eigentlich ganz okay. Es funktioniert definitiv soweit alles, was ich durchprobiert habe. Und da könnt ihr hier
sozusagen ein Navi mit Kalimodo drauf machen oder mit Kurviga oder was auch immer ihr jetzt da halt einsetzen wollt an der Stelle. Wo die Geschwindigkeit dann unter Umständen noch mal ein bisschen reinkrätschen könnte, ist, wenn er jetzt beispielsweise in der Stadt fahrt und fahrt aus Versehen an einer Abfahrt vorbei, die ihr hättet nehmen sollen, und das Gerätchen muss neu berechnen, dann braucht das natürlich einen Ticken länger, und im schlimmsten Fall seid ihr dann schon an der nächsten Abfahrt vorbei, die ihr eigentlich hättet nehmen sollen. Das muss euch halt bewusst sein. Das Gerätchen ist sozusagen abgestimmt auf die Software, die mitgeliefert wird. Da ist die Geschwindigkeit absolut ausreichend. Bei den größeren Programmen tut sich es dann unter Umständen schon mal eine ganze Ecke schwerer. Aber es funktioniert. Und gerade, ich sag mal, Google Maps ist ja immer für mich so ein Ding. Auch wenn ich immer wieder sage, wenn es irgendwo angesprochen wird, dass Google Maps an sich für mich keine Navi-Software ist, ist es trotzdem auch für mich das Mittel der Wahl, wenn man dann irgendwo gestrandet ist und sagt, ich muss jetzt einfach nur noch irgendwo hin oder muss irgendwas finden, weil der Punkt finden ist halt ungeschlagen, denke ich mal, bei Google. Und dann habt ihr halt immer aktuelle Geschichten und so weiter, Karten, Verkehrsinfos und so weiter, dass er dort halt wirklich relativ zügig zugange kommt. Und von daher ist es natürlich bombastisch, dass er das hier auf dem Gerätchen mit drauf habt. Und generell könnt ihr euch sogar, hergehen und könnt euch das quasi als euren Standard legen. Wenn ihr das sagt, keine Ahnung, Google Maps, Kurviger oder was weiß ich, soll euer Standard werden, könnt ihr hier lange auf diesen Zielführungsknopf drücken und dann könnt ihr sozusagen stattdessen lieber hier die Karten, also Google Maps, auswählen, und schon habt ihr das quasi als Standard. Wenn ihr jetzt da hier auf euren Zielführung drückt, wird dann halt Google Maps gestartet anstatt dem mitgelieferten iGo. Mit dem Speicher müsst ihr dann natürlich auch so ein bisschen gucken. Also diese 16 GB interner Speicher, die sind meistens schon fast voll mit der mitgelieferten Software und dem ganzen Kartenmaterial, was dabei ist. Aber bei mir hat es jetzt relativ gut funktioniert, dass jetzt, keine Ahnung, Kalimodo oder TomTom ihre Karten halt auf der SD-Karte abgelegt haben. Allerdings mit den ganzen Programmen, die ich jetzt installiert habe, habe ich jetzt wirklich diese internen 16 GB schon wirklich an die Grenze gebracht. Da passt nicht mehr viel. Wenn ich jetzt schon irgendwas machen will, dann muss ich teilweise irgendwas runterschmeißen. Aber ich denke mal, wenn ihr euch halt auf eine andere Software einschießt, beziehungsweise plus Google Maps zum Beispiel, passt das auch wiederum ziemlich gut. Ein Nachteil, den wir hier natürlich gegenüber einem richtigen Android-Smartphone haben, ist, dass das Gerät keine eingebaute SIM-Card hat oder keinen SIM-Karten-Slot und damit keine eigenen mobilen Daten und braucht halt irgendwo von externen Verbindungen. Von der Seite ist es natürlich auf demselben Level wie ein Rider 550 oder sowas auch. Und wir müssen halt gucken, wie kriegen wir WLAN. Das heißt, wir können entweder unser Smartphone noch als Hotspot machen, oder ich hatte mir irgendwann auch mal hier so ein UMTS, war das damals noch, Hotspot geholt, wo einfach eine Karte reinkommt, anmachen, kann man hier einen Tankrucksack schmeißen und hat halt seine WLAN-Verbindung. Ähnliche Dinger gibt es halt jetzt da mit LTE auch, weil UMTS wird ja, glaube ich, bald abgeschaltet. Also man kann da schon entsprechende Lösungen finden und dann halt hat man auch für das Gerätchen unterwegs seine WLAN-Verbindung. Ja, und ich denke mal, das war es auch gewesen jetzt, was ich euch zu dem guten Stück zeigen wollte. Und dann können wir wieder anfangen zu rollen und ich mache nochmal mein kleines Fazit zu der Geschichte. Ja, und mein Fazit fällt eigentlich ziemlich positiv aus, muss ich sagen. Wenn man sich halt der Einschränkungen bewusst ist und sich halt mal klar macht, über was für ein Preislevel wir hier sprechen, finde ich, ist das eigentlich ein ziemlich gutes Paket. Die mitgelieferte Software, finde ich, tut ihren Zweck, funktioniert gar nicht schlecht. Also gerade diese Umleitungsgeschichte, wie gesagt, fand ich für mich echt super gelöst, und auch sonst tut es, wie gesagt, richtig schön, was es soll. Die Verbindung für mit Kurviga ist natürlich für mich genau das Richtige sozusagen, würde für mich super gut funktionieren, und von daher ist das Grundpaket schon mal ziemlich gut. Und für mich ist halt wirklich dieser Knaller, dass man halt alle mögliche Software noch drauf installieren kann und sich das Gerätchen noch seinen
eigenen Anforderungen ein bisschen anpassen kann. Man muss sich halt in dem Moment wirklich bewusst sein, dass die Hardware da wirklich an ihre Grenzen stößt in dem Sinne. Aber da würde mich jetzt zum Beispiel auch mal interessieren, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wenn man jetzt dahergehen würde, so ein Gerätchen anbieten, was halt eine, ja, ein bisschen aufgeblasenere Hardware hat, was vielleicht auch noch eine eingebaute SIM-Karte hat, dass man halt die mobilen Daten quasi direkt nutzen könnte. Wäre euch das zum Beispiel einen ähnlichen Preis wert wie, keine Ahnung, ein TomTom Rider oder irgendwas, ja? Auch wenn ihr wisst, von Haus aus habt ihr erstmal nur die Software wie jetzt da auch drauf, aber ihr könnt halt euer Kalimoto und was weiß ich was drauf installieren und das relativ performant laufen lassen. Also schreibt mir mal unten in die Kommentare, wie ihr das so sehen würdet, oder würdet ihr sagen, nee, ich für so ein Ding, selbst in einer stärkeren Hardware und was weiß ich was, würde ich auf jeden Fall nicht so viel Geld ausgehen, da würde ich dann lieber auf ein Markengerät gehen, keine Ahnung. Also bei mir nach wie vor hat das Teil wirklich positiven Eindruck hinterlassen. Also ich tue mich immer schwer, wirklich mit einer Empfehlung auszusprechen, kauft das oder kauft das nicht. Ich sehe jetzt zumindest keine wirklichen Gründe, das nicht zu nehmen. Wie gesagt, immer unter der Prämisse, dass ihr euch wirklich klar seid, was ihr halt kauft. Aber für das Geld kann ich einfach nur sagen, da kriegt ihr was, das funktioniert. Zumindest tut, was es soll. Also rausgeschmissenes Geld ist es aus meiner Sicht auf jeden Fall nicht. Ja, und das soll es dann, glaube ich, auch von mir gewesen sein für diese Woche. Mir bleibt dann wie immer nur zu sagen, übertreibt es nicht und genießt den Scheiß und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.